Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind hier im fleißigen Tamriel, wenn man das so sagen kann. Hinter mir sind sie auf jeden Fall schon fleißig am Haken. Und ebenfalls hinter mir ist die extrem nervige Dame namens Stuga, die uns immer und immer und immer wieder hinterhergelaufen ist und die wir jetzt endlich ansprechen können, weil es heute nach Frodgar geht. Seid gegrüßt. Was ist das? Der Brief von Schmiedemutter Alga, der Mutter von König Gurok Gro-Orsinium, lädt mich und Abenteurer wie mich dazu ein, Vrodgar und die neue Stadt Orsinium zu besuchen. Botschafter werden in Dolchsturz, Davons Wacht und Wuckelwacht und bieten Reisemöglichkeiten. Ich sollte mich nach den Ork-Botschaftern umsehen. Wobei ich eigentlich dachte, sie ist jetzt hier diese Ork-Botschafterin. Achso, nee, das sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt in... aus Vrodgar, genau, die jetzt in Vrodgar selber sind. Nee, da gibt es eine Karawane zu. Ah, okay. Ich bin immer ganz anders auf einem anderen Weg dahin gekommen, deswegen weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so. Aber ich wollte euch das mal zeigen, auf welchen Weg ihr normalerweise dazu eingeladen werdet, dorthin zu kommen. So, irgendwo hier links müsste eine Karawane sein. Du bist das ihr nicht. Da. Wie würde es euch gefallen, etwas Lohnenswertes zu unternehmen? Gott, da hinten in der Ecke versteckt. Kein Wunder, dass ich auf dem Weg sonst noch nicht dahin gekommen bin. Hallöchen. Wenn ihr einen Brief von der Schmiedemutter habt, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Und uns ist es sogar gleich, ob ihr Khajiit liebt, Bosmer mögt, euch wie ein Hochelf aufspielt oder ein eingetragenes Mitglied des Altmeri-Dominions seid. Nichts für ungut. Ja, ich habe einen Brief aus Orsinium bekommen. Und hier bin ich, eigens vom eisigen Arsch Vrodgars angereist, um euch offiziell willkommen zu heißen und nach Orsinium zu transportieren. Natürlich bin ich auch dazu angehalten, mich davon zu überzeugen, dass ihr gewillt seid, ein bisschen harte Arbeit zu erledigen. Auf meinem Wagen ist kein Platz für Schnorrer. Was soll ich tun? Ich habe eine Karawane mit Lebensmitteln und Vorräten nach Orsinium geschickt. Sobald sie dort ist, wird alles an die Clans im Umland verteilt, damit sie es durch den Winter schaffen. Die Karawane ist langsam. Ich möchte, dass ihr sie einholt und sicher zur Stadt geleitet. Wie finde ich diese Karawane? Die Karawane sollte gerade die Grenze nach Vrodgar überquert haben. Ich kann euch bis an die Eingangstore bringen, doch ab dort müsst ihr allein zurechtkommen. Das ist wichtig. Wenn diese Vorräte die Stadt nicht erreichen, haben die kleineren Clans keine Chance. Erzählt mir mehr über diese Karawane. Da so viele Ressourcen für den Wiederaufbau von Orsinium und dazu die ins Land einfallenden Regmannen zurückzudrängen abgezweigt werden, konnten sich die kleineren Clans nicht auf den nahenden Winter vorbereiten. Die Vorräte dieser Karawane könnten für viele Orks den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ihr baut die Stadt Orsinium wieder auf? Nun, nicht ich persönlich, aber ja, die Stadt Orsinium wird noch größer und strahlender als jemals zuvor. König Kurok hat Kunsthandwerker und Händler aus ganz Tamriel eingeladen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Nicht nur Abenteurerinnen wie euch. Und wer ist Schmiedemutter Alga? Das ist des Königs geliebte Mutter. Der König ist zu beschäftigt damit, Krieg zu führen und Schädel zu spalten, um sich mit Einladungen herumzuschlagen. Er überlässt alle Einzelheiten der Verwaltung der Schmiedemutter. Sie ist sehr gut in solchen Dingen. Ihr hattet ins Land einfallende Reitmannen erwähnt. Eindringlinge aus dem Reik, die Winterkinder. Sie folgen einem wahnsinnigen Kriegsfürsten namens Urfon Eisherz, bei dessen irrem Bestreben, unser Land zu erobern. Doch das werden wir nicht zulassen. Wir haben etwas, was die Reikmannen nicht haben. Eine Geheimwaffe. Unsere Ichatere. Was ist ein Ichatere? Was ist ein Ichatere? Das große Tier hier neben mir, das ist ein Ichatere. Habt ihr die hier etwa nicht? Reizende Tiere, ganz im Ernst. Wir nutzen sie für alles Mögliche. Als Transportmittel, zum Lastentragen, als Arbeitstiere. Sie machen sogar köstlichen Käse. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weshalb ich diese Einladung erhalten habe. Ich kann nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil ich es selbst nicht genau weiß. Es hat aber gewiss mit dem Wiederaufbau der Stadt Orsinium zu tun. Damit, die Clans wieder in Einklang zu bringen und wie man am besten mit den Eindringlingen aus dem Reik fertig wird. Es ist derzeit etwas hektisch in Vrodgar.
Warum hat König Kurok nicht das Dolchsturzbündnis um Hilfe gebeten? Das ist kompliziert. Nun, nein, nicht wirklich. Kurok mag Emmerich in Ramses Krieg den Arsch gerettet haben. Und wir tragen auch gern unseren Teil zur Allianz bei. Doch wir werden auf keinen Fall Truppen des Bündnisses irgendwo in die Nähe von Orsinium lassen. Diese Situation erfordert ein etwas persönlicheres Vorgehen. Naja, kann ich verstehen. Da war doch irgendwie diese Sache, dass die die damals mal überfallen hatten oder eingenommen hatten oder sowas, ne? Noch persönlicher als Kuroks Verbündeter? Wer plündert Orsinium denn jedes Mal, wenn wir es neu aufbauen? Die Bretonen und die Rotwardonen? Sicher, wir sind jetzt Verbündete. Doch wie lange kann das schon halten? Ja. Also hat der König es schriftlich festgehalten. Keine Armeen der Bretonen oder Rotwardonen in Vrodgar. Niemals. So steht es im Abkommen. Ich bin bereit, nach Vrodgar zu gehen. Ich kann euch bis zum Grenztor bringen, aber dann muss ich hierher zurückkehren. Für den Fall, dass noch jemand mit einer Einladung erscheint. Holt einfach die Karawane ein und eskortiert sie zur Stadt. Dann stellt euch Schmiedemutter Alga vor. Sie erwartet euch schon. Gehen wir. Und da sind wir. Passend dazu kommt natürlich schon wieder einmal der Müllwagen draußen. Ich schau mal eben hier rein. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Gameplayerin, nehmt diese Einladung zur Freundschaft und des Respekts an. Sie wurde von einem meiner vertrauenswürdigsten Boten überbracht. Im Namen des mächtigsten König Kurok heiße ich euch willkommen und lade euch ein, euch in der Wildnis des majestätischen Vrodgar zu beweisen. Den Orsimer, ist glaube ich die Betonung, ist es egal, wem eure Loyalität gilt. Kommt und helft uns, die Stadt Orsinium aufzubauen und der Bedrohung der Winterkinder ein Ende zu setzen. Hallo? Unterstützt den König bei seinem löblichen Unterfangen, dann erwarten euch Reichtümer und Ehre. Ich habe Botschafterin Latzgara entsandt, damit sie euch nach Vrodgar bringt. Ihr findet sie in einer der folgenden Städte, Dolchsturz, Davonswacht oder Wuckelwacht. Sucht sie bei eurer Ankunft auf. Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen, da ich bereits solch wunderbare Erzählungen eurer Abenteuer gehört habe. Meldet euch bei mir, wenn ihr in Orsinium eintrifft. Schmiedemutter Alga, Orsinium Vrodgar. Ja, sehe ich jetzt gerade nur ihn hier? Ihr da, wir brauchen Hilfe. Unsere Karawane, sie kamen aus dem Nichts. Sie griffen uns an, stahlen unsere Ladung. Die Orks brauchen diese Vorräte. Wer hat eure Karawane angegriffen? Die Winterkinder aus dem Reich. Sie haben uns aufgelauert. Sie sind aus dem verdammten Schnee hervorgesprungen. Es war, als hätten sie gewusst, dass wir kommen. An alles danach erinnere ich mich nur verschwommen. Bei den Göttern. Sie haben Leute in Eis verwandelt. Sie haben sie in Stücke geschlagen. Was hat eure Karawane transportiert? Lebensmittel und Vorräte für Orsinium. Nach unserer Ankunft dort sollte alles an die Clans im Umland verteilt werden, damit sie es durch den Winter schaffen. Ohne diese Vorräte müssen viele Orks sterben. Dafür will ich nicht verantwortlich sein. Ich helfe euch, die Vorräte zurückzuholen. Die Überreste der Karawane und die überlebenden Mitglieder der Mannschaft sind unten an der Straße. Irgendwer dort kann euch sagen, wohin die Marodeure der Winterkinder die gestohlene Ladung gebracht haben. Vielleicht hat jemand in der Mannschaft gesehen, wohin sie sind. Also wurden nicht alle getötet, die mit der Karawane unterwegs waren? Nein, nicht alle von uns. Zur Mannschaft gehörte eine Reihe von Kriegern. Man hatte sie als Wachen angeheuert. Doch den Winterkind-Marodeuren waren wir nicht gewachsen. Aber einige der Händler, sie sind ihnen sogar nachgelaufen. Diese Vorräte, ihre Clans brauchen sie, um den Winter zu überleben. Die Händler sind den Vorräten auf eigene Faust nachgejagt? Wir wollten ihnen helfen, aber dann tauchte eine Patrouille von Orks auf. Irgendein Häuptling mit dem Namen Basrak befahl uns, ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Orks setzten den Marodeuren nach, aber sie sind noch nicht zurückgekommen. Irgendjemand muss die Händler retten und diese Vorräte zurückholen. Und derjenige werde natürlich ich sein. Was tut ihr da? Häuptling Basra kann sich doch nicht ganz allein um die Winterkinder kümmern. Ich liebe bin nicht so weit gekommen, um hier zu sterben, Elfin. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ja, aber ich muss mal eben die Chronik nehmen. Das könnt ihr euch natürlich durchlesen. Wo kommen all diese Winterkind-Marodeure her? Hat jemand gesehen, wohin der Häuptling und seine Krieger sind? Irgendwer? Ich sehe nur Tod und Eisherz, verdammte Winterkinder. Welche.
Eine ganze Menge Winterkinder. Oh, hallo Winterkinder. Nein, mit dir will ich gerne sprechen. Verfluchte Winterkinder. Wilde aus dem Reich. Jeder einzelne von ihnen. Ja, aber ich will mit meiner Lieblingsfreundin sprechen. Evely. Hat Orsinium euch geschickt? Seid ihr Teil der Verstärkung? Die Winterkinder kamen aus dem Nichts. Es ging alles so schnell. Sie haben unsere Fracht in die Hügel geschleppt und die Orkbauern sind ihnen hinterher. Dann sind Häuptling Basrak und seine Krieger aufgetaucht. Beruhigt euch und erzählt mir, was geschehen ist. Unsere Karawane war auf dem Weg nach Orsinium, die neue Orkstadt, als plötzlich die Winterkinder über die Wagen herfielen wie Fleischfliegen über eine Skewa-Pastete. Die Orkbauern weigerten sich, ihre Vorräte verloren zu geben. Daher verfolgten sie die Marodeure in die Hügel. Ihr habt zugelassen, dass hilflose Bauern den Marodeuren nachsetzen? Für den Fall, dass ihr es noch nicht bemerkt habt. Diese aufgesprungenen Eicheln sind nicht einmal ihr Gewicht in Blutbeerenpudding wert. Außerdem waren Häuptling Basrak und seine Orkrieger da, bevor wir uns sammeln konnten. Er sagte uns, wir sollen warten, und dann setzte er den Marodeuren nach. Ich ziehe los und helfe dem Häuptling. Wusste ich's doch. Ich mochte euch gleich vom ersten Augenblick an. Häuptling Basrak ist groß, fies und offenbar ein guter Kämpfer. Aber das war wirklich eine ganz gewaltige Menge an Plünderern. Die Winterkinder von Eisherz werden erst aufhören, wenn Basrak und alle Orkbauern tot sind. Ihr beeilt euch besser. Kommt ihr denn nicht mit mir mit? Das werde ich. Später. Vielleicht. Ich meine, schaut euch doch nur um. Diese Leute sind verletzt. Was, wenn die Winterkinder zurückkommen? Jemand muss sie beschützen und verhindern, dass sie einer nach dem anderen umgebracht werden. Wie dem auch sei. Ich sorge für ihre Sicherheit, während ihr Häuptling Basrak helfen geht. Was führt eine Waldelfe nach Vrodka? Diese Karawane hat mich hierher gebracht. Hatten wir das denn nicht schon geklärt? Oh, ihr wollt es genauer wissen. Die Einladung. Ihr habt auch eine bekommen, oder? Darin war die Rede davon, sich im wildesten Land von ganz Tamriel zu behaupten. Diese Herausforderung konnte ich nicht ablehnen. Was könnt ihr mir über Häuptling Basrak erzählen? Er ist ein Häuptling. Er hat bei einem Ork-Clan das Sagen oder sowas in der Richtung. Wenn ihr mich fragt, ist ihm nicht nur eine Laus über die Leber gelaufen, mehr so eine ganze Läusekolonie. Ich glaube, er ist zwar kein großer Unterstützer von König Kurok, aber er hat uns gerettet, bevor er los ist, um den Bauern zu helfen. War der Häuptling Teil eurer Karawane? Nein, wir waren die Karawanenwachen. Basrak meinte, er wäre auf Patrouille gewesen, um nach Winterkindern Ausschau zu halten. Irgendein schrecklicher Kriegsfürst der Rägmannen namens Eisherz führt sie an. Selbst Basrak wurde allein schon bei der Erwähnung seines Namens ein bisschen nervös. Jetzt geht dem Häuptling helfen, bevor es zu spät ist. Ach, das ist kein Thema. Ich glaube, ich trage sogar einen Teil von Eisherz. Ja, genau, ich trage die Schulter davon. Ja, ich kann euch nur wirklich sagen, da kommt noch eine richtig tolle Geschichte mit ihr auf uns zu. Aber wir müssen erstmal starten. Wir müssen erstmal überhaupt irgendwo hin. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hoch, oder? Wenn ich das richtig sehe. Haltet die Köpfe unten und rührt euch nicht! Häuptling Basrak wird so schnell er kann mit dem Rest zurück sein. Genau. Wir haben sie gefunden. Lasst keinen Ork am Leben. Hallo, geht's noch? Hilf uns doch mehr. Bitte. Achso, ich stehe auf dem Falschen. Sag mir das so einer. Beschützt sie, Basti. Da sind noch mehr. Passt auf. Warum mache ich auf einmal so viel Schaden? Hallo? Danke für die Hilfe. Wir gehen jetzt zur Karawane zurück. Okay. Es war dumm, alleinig hierher zu kommen. Das stimmt. Es gibt noch einige von uns, die in der Höhle beim Wasserfall warten. Ihr müsst auch ihnen helfen. In der Höhle beim Wasserfall, hab ich mir gemerkt. Ich weiß nur nicht, wo der Wasserfall ist oder die Höhle, aber ich guck mal. Irgendwo hier rechts. Da ist der Wasserfall. Ah, cool. Diese armen Bastarde hatten nie eine Chance. Ich habe gesehen, was ihr da draußen getan habt. Habt Dank, dass ihr den Clan Orks geholfen habt. Die hier? Ich glaube, es ist zu spät, um ihnen zu helfen. Eisherz. Er hat sie eingefroren. Der Bastard beherrscht eine Magie, wie ich sie noch nie gesehen habe. Gehört ihr zu Häuptling Basraks Soldaten? Ja, ich gehöre zu Basrak. Wir waren auf Patrouille, als wir gesehen haben, wie die Winterkinder die Karawane angriffen.
Als wir die Wagen erreichten, hatten die Marodeure bereits die Vorräte gestohlen. Und eine Gruppe von Orkbauern wollte ihnen nachsetzen. Diese blöden Bauern. Wer ist Eisherz? Ur von Eisherz. Von all den Kriegsfürsten der Winterkinder, die Wrodga in den letzten Jahren überfallen haben, ist er der mächtigste. Seit seiner Ankunft aus dem Raik sind die Angriffe viel schlimmer geworden. Eisherz ist stark, ehrgeizig und höchst gefährlich. Ich kann mich um Eisherz kümmern. Ich mag euren Mut, doch ich glaube nicht, dass ihr ihn hier und heute unter Beweis stellen könnt. Wenn Eisherz in der Gegend wäre, wären wir schon stocksteif gefroren. Meine Vermutung? Er hat, was er wollte und hat sich aus dem Staub gemacht. Wirklich eine Schande. Die Clans im Umland brauchen diese Vorräte. Die Vorräte der Karawane? Genug Nahrung und Vorräte, um die Clans im Umland durch den Winter zu bringen. Ohne diese Vorräte werden die Clans hungern. Häuptling Basrak wollte die Spur der Marodeure aufnehmen und die Vorräte finden. Falls er scheitern sollte, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Wie kann ich helfen? Sucht das Gebiet ab und schaut, ob ihr irgendwelche Hinweise finden könnt, wohin die Marodeure verschwunden sind. Falls ihr tatsächlich ihre Spur aufnehmen könnt, dann findet Häuptling Basrak. Er wird wissen, was zu tun ist. Schaut unter jedem Stein nach. Alles, was ihr entdeckt, könnte sich als nützlich erweisen. Okay. Wohin habt ihr unsere Vorräte gebracht? Ich töte jeden Herzschlag ein Winterkind, bis ihr mir sagt, was ich wissen will. Der ist da oben, oder was? Okay, wir gucken erstmal. Ich mache ich erstmal kaputt hier. So. Mal gucken, wo wir jetzt genau. Da oben haben wir welche. Das sind die letzten Vorräte. Schaffen wir diese Kisten hier raus. Aus dieser Kiste wurden die Vorräte bereits entfernt. Ja, das ist immer gut. In Klammern nicht. Denk nicht mal dran, diese Vorräte gehören... Die gehören uns, genau. Kriegsfürst Eisherz, ich setze alles aufs Spiel, indem ich mein Volk verrate, für das versprochene Gold und das Recht, exklusiv an euren Clans zu verkaufen. Es darf keinerlei Verzögerungen oder Fehler geben. Ich habe bereits einen Teil des Goldes an eine Gruppe kadschitischer Händler weitergegeben, um meine anderen Unternehmungen in Osinium zu untermauern. Die Versorgungskarawane werden bald durch das Händlertor kommen. Die Nahrung, die sie bei sich tragen, bringt die Clans im Umland durch den kommenden Winter. Die Karawane führt außerdem Felle, Medikamente und andere Vorräte mit sich. Das sollte eure Clans erheblich helfen. Lest euch einfach den Zeitplan durch, den ich euch übersandt habe. Dann solltet ihr sämtliche Karawanen überraschen können. Schnackt schnell zu und lasst eure Harpien die Vorräte durch die Luft zu euren Lager bringen. Ein Wort der Warnung. Häuptling Basrak und seine Soldaten patrouillieren auf den Handelsstraßen. Dieser Ork ist ein unbarmherziger Mistkerl. Ich schlage vor, dass ihr euren Kriegern befehlt, ihnen schnellstmöglich aus dem Weg zu gehen. Geier. Geier. Okay. Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht lesen, weil ich es gar nicht gesehen hatte, aber finde ich gut. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir da runter? Ich denke mal, wir müssen hier die Straße entlang, dass das wahrscheinlich das Beste ist. Wir können aber, glaube ich, auch reiten. So, nee, da laufen wir jetzt wieder zurück. Da müssen wir hin. So. Da ist der Wegschrein. Und hier irgendwo muss ich die Nachricht... hier sind sie. Die Clan-Bahn. Nein. Ihr seid die Fremde, die sich in die Höhle des Bären begeben hat, um gegen die Winterkinder zu kämpfen? Ulscha und die Waldelfen haben euch erwähnt. Sie waren überrascht, dass ihr nicht ganz zerschrammt und blutig wie der Rest dieser Trottel geendet seid. Das ist unser Zuhause. Kein Zeitvertreib zu eurem Vergnügen. Ich habe eure Leute gerettet. Und das weiß ich zu schätzen. Das ändert jedoch nichts an dem Umstand, wie sehr es mich anwidert, dass ihr hier seid
und eure Nase in unsere Angelegenheiten steckt. Ich wurde eingeladen. Ah, ja, der königliche Gast. Und in was für eine königliche Schlangengrube ihr da geworfen wurdet. Hört zu, ihr habt meinen Dank für die Rettung dieser Leute. Und so sehr ich es auch hasse, ich schulde euch etwas. Aber im Augenblick muss ich herausfinden, wohin sie die gestohlenen Vorräte gebracht haben. Vielleicht wird euch diese Notiz bei der Suche nach den Vorräten helfen. Lasst mich das mal sehen. Wir wurden verraten. Und dann auch noch für schnödes Gold. Bei Malakat. Das wird noch jemand büßen. Dafür werde ich sorgen. Nun, ich muss die nächste Karawane beschützen, die durch das Händlertor kommt. Wenn ihr hier wirklich helfen wollt, dann helft ihr mir. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Diese Notiz deutet darauf hin, dass der Verräter gewisse Interessen in der Stadt hat. Ich möchte, dass ihr diesen Verräter aufspürt und unsere gestohlene Lieferung findet. Der schnellste Weg, sich mein Wohlwollen zu verdienen, und das von Kurok, ist die Enttarnung dieses Verräters und das Wiedererlangen unserer Vorräte. Ich werde nach Osinium gehen und schauen, was ich in Erfahrung bringen kann. Ich schlage vor, ihr beginnt eure Suche im Gasthaus. Gold und zwielichtige Geschäfte gehen oft Hand in Hand mit Trinken und Feiern. Enttäuscht mich nicht. Ich hasse es, mich auf Fremde verlassen zu müssen. Tut allen einen Gefallen und beweist mir, dass ich damit falsch liege. Wovon seid ihr der Häuptling? Ich bin der Häuptling von Clan Farun, einem der ältesten und stärksten Clans in ganz Vrodgar. Bei Kurok klingt es so, als wäre Tradition etwas Schlechtes. Doch bei Malakats abgebrochenem Zahn, Tradition ist das Herzblut der orkischen Kultur. Sie ist, wer wir sind. Ist das der Grund dafür, dass ihr es mir so schwer macht? Ihr seid weit weg von zu Hause und arbeitet fleißig daran, eure Nase loszuwerden. In meiner Festung wird einem die nämlich abgeschnitten, wenn man sie überall da reinsteckt, wo sie nichts zu suchen hat. Trotzdem würde mich Malakat einen Narren nennen, wenn ich Hilfe ablehnen würde, die aus freien Stücken angeboten wird. Warum sollte jemand die Ork-Clans verraten? Leider sind nicht alle Orks gegen die Verlockungen der Gier abgehärtet. Der Krieg bietet viele günstige Gelegenheiten für all jene, die mit Tod und Leid handeln. Gold. Es wendet Bruder gegen Bruder. Wir wären besser dran, wenn wir noch für alles, was wir brauchen, Tauschhandel betreiben würden. Wonach sollte ich in der Stadt Ausschau halten? Sucht nach allem, was den Verräter mit der Notiz, die ihr gefunden habt, in Verbindung bringen könnte. Irgendjemand mit einer Menge Gold in den Taschen dürfte ein guter Anfang sein. Dann sind da noch die Khajiit-Händler, die erwähnt wurden. Wie viele vom Katzenvolk kann es denn schon in Orsinium geben? Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich gar keinen. Aber gut. Mann, lass mich doch einfach mal hier durch. Das leuchtet hier schon die ganze Zeit im Hintergrund. So, besucht das Gasthaus, besucht das Gasthaus. Ich würde sagen, dass ich mich da mal eben hin aufmache. Das ist nämlich hier ein Stückchen weiter weg und ich muss von oben aus nämlich da rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin zwar im Gasthaus angekommen, aber ich habe mal auf die Uhr geschaut und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann doch in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.